So, Animal Crossing New Horizons. Eigentlich wollte ich heute gar nicht das Spiel spielen, aber wir hatten gestern so viele Sternstuppen und da habe ich gedacht, ja komm. Warum? Boah. Boah, zu viel Kohlensäure. Sorry. Warum? Nicht. Ne? Wegen den Sternstuppen halt. Ich bin so schwanger. Schwangere sind immer reizbar. Da bin ich dauerschwanger. Ich hatte in der Zeit auch immer Sodbrennen und meine Mutter hat auch gesagt, ja, da bist du schwanger. Nein, da habe ich nicht gesehen. Alles gut. So. Nee, seit gestern ist es ganz schlimm. Seit gestern Abend halt. Dass ich sehr schnell reizbar bin bei sowas. Also hauptsächlich bei Lärm oder so. Stress halt. Das stresst mich und das macht mich dann wahnsinnig und... Oh. Nee. Danke, Flora. Hier hast du eins meiner absoluten Lieblingsoberteile. Bunt, frech, voll der Hingucker. So wie ich halt. Mit der Klamotte bist du der letzte Schrei auf jeder Party. Ich hoffe, du schreist auch vor Freude. Wah! Deine Flora. Ja, wollen wir mal sehen. Ich frage mich, wer heute auf der Insel ist. Also ich schätze mal nicht, dass es Carlsson oder Rainer ist. Ich habe das Gefühl, es ist Gulliver. Ich habe keinen Bock auf Gulliver. Ich habe da keinen Bock drauf. Oh, und da ist ein Sternteil. Schön. Ja. Und so bei euch. Boah, heute ist aber irgendwie ganz schlimm. Ich hatte heute übrigens zu essen Pizza. Kalte Pizza vom Vortag. Ey, keine Zeit zur Erklärung, so viel. Ich habe fast für dich 5 Wasserglückseier. Danke. Das ist wirklich erstaunlich. Die Jagd der Glücksei ist fast so simpel wie das Shoppen im Internet. Glückseier. Ich finde die so bescheuert, ne? Guck mal, da hat sie meine Switch. Sag mal was. Naja, ein Glücksei, keine Ahnung. Blablabla. Also ich glaube, die ganze Woche werden wir kein Animal Crossing mehr spielen. Also wir werden, wie ich schon sagte, auf jeden Fall nicht zu Ostern rum Animal Crossing spielen. Weil ich habe keinen Bock auf dieses Oster-Event. Außer es gibt neue Ostergegenstände. Dann wäre ich am Überlegen, aber das bezweifle ich sehr. Weiß irgendjemand was in, aus dieser Richtung, ob es da irgendwie was gibt? Also ich weiß nur, dass bei Schlepp und Nepp es ja jetzt so Ostersachen gibt. Und mehr weiß ich auch nicht. Noch nicht. Was haben wir übrigens gestern noch gemacht? Wir haben das Haus von Philippa verschoben, das stand ja jetzt dort. Und wir haben genau diesen einen Aufgang entfernt. So, dann könnten wir jetzt heute noch ein Haus schieben. Aber wir haben ja jetzt im Prinzip alle Häuser geschoben. Außer wir können wegen dem Museum überlegen und dann könnten wir gucken, ob wir woanders noch einen Aufgang reinbauen oder halt eine Brücke. Das ist mir sowas von egal, wisst ihr, das ist mir sowas von egal, was wir machen. Gibt im Laden ein paar neue Ostersachen. Die habe ich doch gerade gesagt. Bei Schlepp und Nepp gibt es eine Ostersache, eine neue. Aber sonst... Ich meine halt, ob man mit den Eiern bei Ost zu Ostern halt was kriegt. Ich hatte gestern bei Schlepp und Nepp so ein... Wie heißt das? Blumenkasten? Blumenkasten. Irgendwie sowas. Der sieht auch ganz nett aus, aber mich stört, dass da Eier drin sind. Wenn da keine Eier drin, fände ich den ein bisschen schöner. Und ich glaube, wir brauchen noch eine neue Schippe gleich. Ich glaube nicht, dass die so viel hält. Habe ich noch eine mit? Nein. Ich hole gleich noch eine, dann können wir ein paar Sachen noch wegpacken. Oh, wir haben alles Geld bekommen. Schön. Ach, Ostern. Ein so komisches Event. Oder nicht? Ich find's komisch.
Macht ihr irgendwas zu Ostern, abgesehen vielleicht von Essen und irgendwie Besuch kommt oder so? Habt ihr einen Osterzweig oder sowas? Oh, das ist das von Philippa, ne? Ja, ist jetzt nichts, worüber ich schreien würde, aber es sieht ganz nett aus. Das muss ich schon sagen. So. Das ziehst du bitte an. Weil ich nicht meine Unterhose sehen will. Schwebeblock. Schwebeblock. Gleich hole ich ein paar normale Sachen. Oh. Musik. Das Pupskissen. Schön. Wie sieht das denn aus? Hey. Ah. Wann ist denn Ostern? Am Sonntag. Da muss ich wirklich noch so ein bisschen aufpusten. Da muss ja Luft rein, ne? Kalibri. Ach so. Kolibri frei. Kalibri, was sag ich da? So. Ins Lager. Ins Lager. Hast du auch nicht mitbekommen, wann Ostern ist? Also ich hab's eigentlich hauptsächlich durch das Spiel noch gewusst. Wann ist Weihnachten? Ja, das weiß ich nicht. Das verschiebt sich jedes Jahr so komisch. Ist wie Halloween. Ist auch ganz komisch. Ich finde komisch, dass Halloween immer auf den Reformationstag fällt. Na? Ich fand das damals so geil. Wir hatten im Religionsunterricht, evangelisch Religionsunterricht, war so die Frage, da waren so Fragen über Luther und da war eine Bonusfrage und dann so, wann ist der Reformationstag? Und ich so, ja, das ist der 31.10. Und da haben sich so viele beschwert und dann so, woher soll man denn sowas wissen? Und ich so, hä, weil ihr Christen seid und weil wir das eigentlich durchgenommen haben hier im Unterricht? Also evangelische Christen. Und oh, was ist hier denn los? Ich glaube, das war irgendwann nach Ostern. Nicht vor? Ich weiß es nicht. Weihnachten habe ich aber auch keinen Bock dieses Jahr. Ostern, Weihnachten ist doch fast dasselbe. Ich frage mich ja wirklich, wann die... Ja, kann man das auf die Gesellschaft schieben generell? Wann Ostern das nächste Weihnachten ist? Also es ähnelt das ja schon. Es gibt ja schon ein, weißt du was von Toka? Seine Insel Thompson Town. Soll ja ordentlich rocken. Das ist mein Bruder übrigens. Vielleicht sollten wir mal ein gepflegtes Überraschungsbesuch planen. Nein. Ja, es gibt schon Osterkalender. Also, habe ich irgendwann mal gesehen. So wie halt ein Adventskalender. Und ja. Also, es gibt einige Kinder, die tatsächlich zu Ostern ordentlich Geschenke kriegen, ne? Warum auch immer. Bei mir, da gab es damals nur Süßes. Und das war's. Vielleicht mal ein Fünfer oder so, aber... Bei mir ist es schon Weihnachten nur mit Hasen. Okay. Ostern ist schon Weihnachten. Ist es schon so weit gekommen? Ja, also ich sag mal, im Prinzip geht es ja in die Richtung des Weihnachten, ne? Aber Ostern war trotz, also für mich, habe ich ja schon mal gesagt, war früher Ostern eher so eine Sache, da kamen halt Verwandte, ne? Und da gab es lecker Essen. Oder wurde so ein bisschen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, er war so ein bisschen dekoriert oder so, aber das war es halt, ne? Das war halt, weiß ich nicht, das war halt einfach nur lustig. Ja. Und heutzutage halt ist das halt so, dass das, ja, zu Weihnachten wird, ne? Dort kriegen die Kinder Geschenke und die freuen sich drauf und das muss richtig teuer sein und ja, liegen dann auch die Geschenke so unterm Osterstrauch oder was? Osterstrauch hatten wir schon seit Jahren nicht mehr.
weil das eine coole Sache ist. Ich hatte einmal was zu Ostern bekommen und das war ein Pokémon-Spiel, sonst gab es höchstens mal ein Plüschchen mit Versteck. Pokémon-Spiel! Nee, also ich weiß gar nicht mehr. Doch, ich glaube, ein Jahr haben wir auch mal sowas Ähnliches gekriegt, aber da haben die nur einen Zehner gekostet. Hauptsächlich waren das so Hörspiele. Wir hatten früher immer zu Ostern und zu Nikolaus immer so ein Hörspiel gekriegt, meist auf CD. Also auf jeden Fall bestelle ich als nächstes die normalen Blöcke. Ja, aber mit denen kann man wirklich noch schöne Sachen machen. Ihr werdet schon sehen. Ihr werdet es schon sehen. Falls wir das mal irgendwann machen. Müde. Ich habe so kacke geschlafen. Oder besser gesagt, ich habe wieder so lange geschlafen. Ich war um 10 Uhr wach. Also habe eigentlich perfekt. Ich glaube, 7 Stunden habe ich gepennt oder 8? Nee, 7. Also ist eigentlich eine gute Zeit. Ja, dann bin ich wieder weggepennt. Dich will ich haben. Auch wenn du kacke bist. Fliegst du jetzt nach unten? Tatsache. Also die Kinder heutzutage sagen ihre Eltern ganz genau, was sie von Osterhasen verlangen. Ich sag mal, zu Weihnachten habe ich das aber auch gemacht. Aber auch erst später, so als ich weiß ich nicht. So mit 13 oder so, keine Ahnung. Also zu Ostern, da fragen meine Eltern auch halt schon seit Jahren, aber halt hauptsächlich nur aus diesem Grund, ob man vielleicht eine Idee hat, ob man irgendwie für so eine Kleinigkeit oder ob halt, ja, weiß ich nicht. Luftglücksei zu viel. Ja, da gib mal her, davon kann ich ein paar haben, danke. Danke, Spiel. Was geht da denn ab? Nee. Also was ich halt immer sage für Ostern ist, ich hätte halt gerne so ein großes Ü-Ei. Es gibt so größere Ü-Eier. Aber die Sache ist, die sind so schweineteuer geworden. Also das habe ich dieses Jahr auch gesagt, ich hätte gerne so ein großes Ü-Ei halt, ne? Und dann haben wir halt geguckt, weil die waren irgendwo im Angebot. Und dann habe ich nur gesagt, nee, wisst ihr denn, dann ich möchte einfach eine Tafel Schokolade, wisst ihr, das reicht mir schon. Ich wollte hauptsächlich immer so ein Ü-Ei haben, weil, ich weiß nicht, die habe ich früher total gemocht. Obwohl, Pärchenballons, oh ja. Auch wenn das eine ein verfluchtes Ballönchen ist. Früher gab es so richtig, richtig große Ü-Eier. Die waren rund. Die waren rund und die waren in so einer Plastikhülle und die waren in so einem viereckigen Karton. Und da gab es auch welche von, es gab mal so Star Wars Figürchen von diesen Hippos. Und da habe ich ein paar ganz besondere Sachen her. Ich frage mich, ob die was wert sind. Ich glaube, die sind auch nicht mehr so gut. Da habe ich so einen Stoff-Yoda-Hippo und so. Aber später gab es da auch echt coole Sachen drin. Auch zu Weihnachten und so gab es diese Dinger. Die gab es nur Weihnachten und Ostern. Und ich esse total gerne die Schokolade daraus. Also für mich ist sogar die Schokolade besser als das Spielzeug. Ü-Eier waren früher cooler. Oh ja. Also früher, früher habe ich immer gesagt, da gab es ja wenigstens so Figürchen. Und die Figürchen waren immer schön. Die konnte man sich hinstellen. Ich habe immer noch wahnsinnig viele von diesen Figuren. Ich habe riesige Kisten voll damit. Kofferplattenspieler. Ist der in einer anderen Farbe?
Oh, Tatsache. Warte mal. Ich glaube, die Farbe gefällt mir sogar besser als die. Das ist doch nicht wahr. Ich weiß gar nicht, ob ich hier was von zu Ostern bekommen habe, außer Schokolade. Ja, reicht doch. Ich weiß nicht. Na, ich behalte mal den anderen. Komm her. Ja, wenn wir schon hier sind, dann können wir das auch mitnehmen. So. Ja. Ich hab's schon wieder getan. Ich hab's schon wieder getan. Ey, 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 ey. Das wollte ich machen. Was hab ich denn hier gekriegt? Oh, Steine schlagen. Schön. Was ist das? Pflanze Blumensamen. Nee, da kannst du lange drauf warten, Spiel. Außer heute ist Gerd da und der hat neue Blumen, dann würde ich ja sagen. Hä? Moment, hä, was ist denn das? Ach, da unten. Danke, dass du die Design-App erweitert hast. Ach, stimmt. Stimmt, wir haben ja auch diese App, ne? Oh, das sind immer coole Designs, die ich leider nicht umändern kann. Naja. So, weiter geht's. Achso, ich muss oben noch den Strand abgucken. Also wie ich schon sagte, ich freue mich eigentlich jetzt zu Ostern hauptsächlich auf das Essen. Bei uns gibt es Freitag und Samstag Raclette. Und Sonntag und Montag gibt es Braten mit Klößen und Rotkohl. Ja. Kommt nur das Beschissene, wir müssen morgen nochmal einkaufen gehen. Eigentlich wollten wir heute einkaufen gehen, aber dann wurde es so spät, weil wir haben alle verschlafen. Hallo Johnny, was geht? Ja, und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dass wir erst morgen gehen. Ja. Habe ich gar keinen Bock drauf, aber hey. Und eigentlich will ich gar nicht einkaufen gehen, weil ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Ich brauche nichts. Ich brauche nur Getränke, also Wasser. Und, ja, wir waren am Überlegen, ob wir zu so einem bestimmten Laden gehen. Dort haben die gerade so Hähnchenbrustfilet im Angebot. Aus der frische Theke. Und da habe ich erst überlegt, ob ich mir die mal hole. Weil zwischendurch hole ich mir die halt gern. Und nur wenn die aus der frische Theke sind. Biologisch. Dann hole ich mir die. Dann paniere ich mir die selber und dann brate ich die und ja. Obwohl ich ja sowas eigentlich gar nicht esse. Aber naja, wir gehen morgen wohl in einem anderen Laden und dann hole ich mir irgendwie so einen Veggie-Schnitzel oder so. Guck mal. Hallo! Ich brauche deine Hilfe, ich will ein neues Glitzerpuder kaufen. Ja, zeig mal, was hast du? Freundschaftsfreunde sind. Hä, was denn? Hä? Hat die jetzt gesagt irgendwas? Eine Brille. Ich habe gar nicht gelesen, was sie wollte. Okay, was hat die mir jetzt angedreht? Mini-Sonnenbrille? Die sieht ja ganz nett aus, aber meine Augen... Die Augen konnte man auch umändern, oder? Oh, eine weiße, wer ist es hier? Sternschnuppe. Es ist Gulliver, aber wenigstens Gulliver und nicht Gullivar. Hallo Gulliver. Hier, mach mal die Schaufel weg, dann geht's schneller. Ja, ja, ja. Mach einfach.
Bei mir gibt es die Tage noch. Vielleicht mache ich das morgen. Warte mal, welchen Tag haben wir heute? Wir haben heute Dienstag, morgen Mittwoch, Donnerstag. Ja, ich glaube, das mache ich morgen. Morgen gibt es bei mir. Morgen mache ich höchstwahrscheinlich hier. Wie heißt das hier? Etwas bekifft. Ach, lass ihn doch. Kohlrabengemüse und Kartoffeln und halt irgendwas dazu, eine Kleinigkeit. Wie gesagt, ich bin am überlegen, Schnitzelchen dazu zu machen. Oder Fisch habe ich gerade gar keinen Hunger. Ich habe so viel Fisch. Ja, ist ja gut. Ja. Oh Gott. Hä? Hä? Da. Direkt neben dir. Direkt neben dem. Wie frech. Wie viel Platz haben wir eigentlich noch? Kritisch. Aber ich will diesen Fisch haben, auch wenn das bestimmt... ich weiß nicht, ist ein bisschen klein für einen Seebarsch, ne? Das ist bestimmt dann so ein Ei oder so. Keine Ahnung. Für einen Kaiserfisch sieht es zu groß aus. Obwohl... könnte eigentlich passen. Ah, eine Flunder. Die vergesse ich auch immer, dass die existiert. Ach ja. Klingelt das? Wie viel Uhr haben wir denn? Haben wir schon 18 Uhr? Oha. Der Tag geht heute so schnell um, ne? Ist manchmal so, ne? Ist manchmal so. So, was haben wir denn für einen Gegenstand hier gekriegt? Von Natalia. Bambuskorb. Den habe ich noch nicht. Ja, schön. Schön, 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 schön. Oh. Ja, ich bin ja noch am Überlegen, wie wir das machen mit unserem Bambusgarten, ne? Weil da habe ich noch gar keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Weil irgendwie werden wir das schon hinbekommen. Wieso sehe ich hier nirgendwo diese Dinger im Boden? Hä? Ist ja gar nichts. Hallo, Schmörli? Ist Schmörli richtig? Hallöle, hallöle. Aha. Zwei. Wenn man nur halb hinguckt, ne? So. Gucken wir nochmal rechts am Strand und dann müssten wir hoffentlich auch alle haben langsam. Oh, 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 ein Stock. Und sonst kann ich überlegen, was ich sonst noch so gemacht habe, was los ist. Aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich nicht viel. Aha. Und da oben ist noch eins. Ah, nee, eine Muschel. Aber ist auch nicht schlimm. Teppichmuscheln sammeln ist auch ganz gut. Okay. Wie viele haben wir denn jetzt von den Dingern? Drei erst. Hoffentlich gibt er uns auch ein gutes Item. Ich guck mal hier, ob Hasso am Werkeln ist. Wäre schön. Aha. Vergesst ihr nicht auch Hasso oder war das Robert? Bambuswandschirm. Den habe ich auch noch nicht, oder? Ah, doch. Danke. Schade. Ja. Wäre ja schön gewesen. Wie sieht das denn generell aus mit den Bambussachen? Oh, das sind aber viele, ne? Also da können wir locker irgendwie so einen Bambusgarten machen.
Also da würde ich mehrere von diesen Sachen nehmen und dann würde ich die einfach dort, ja, platzieren. Bambuszaun gibt es auch noch, cool. Aber ich finde eigentlich, genau das hier finde ich sehr interessant. Ach ja, das ist ja der Wandschirm. Ah, dann haben wir auch echt viel. Jo, Neues, schön, dass du da warst. Wünsche dir noch einen schönen Abend und man hört von sich, ne? Ciao. Bambusstab, ja, die Dampfkarre und Bambussprossen. Obwohl, weiß ich noch gar nicht. Ach, wir können ja mal gucken, wie wir das so machen, ne? Wird schon irgendwie sich was Schönes finden. So. Weiter geht's. Ich würde hier zwischendurch mal irgendwann noch ein paar Blumen pflanzen. Ich glaube, das wäre noch eine gute Idee. Also anstatt des Unkrautes. Wenn ich dafür Lust und Zeit habe. Blumen. Wie altmodisch. Ich habe auch das Gefühl, dass wieder zu viel Unkraut dort ist, weil ich weiß gerade gar nicht, wie der Zustand aussieht mit, dass das nachwächst. Das Unkraut. Ich glaube, wir haben dafür zu viel. Da ist eins. Da vorne ist noch eins. Ah. Da würde ich kurz das abgeben, zum Museum gehen, die Fossile analysieren lassen, dann ins Haus. Ach so, und ich will mir noch so eine Axt holen. So, ich habe jetzt alle, ne? Ich will mir so eine Axt holen, damit ich die. Was ist hier die? Oh. Bäume nicht schütteln muss. Da kriege ich noch ein bisschen Holz. Hey, jetzt fliegt doch. Sogar normaler Ballon. Schön. Hallo. Ja, das ist schön. So, hallo, Gulliver. Jawohl, Captain. Bitteschön. Das hätten wir auch erledigt. Ja. Jetzt sind wir nur noch drei Zuschauer. Was ist denn heute los? Ich hatte schon 30.000 Stellen in der Ballon. 30.000? Schön. Das ist eine schöne Menge. Oh, Kackei. Nein. Wir haben nur vier Fossilien. Da fehlt doch noch eins. Komisch. Ist bestimmt zwischen den Bäumen irgendwo. Oder es ist wieder an so einer blöden Stelle, wo ich. Hier unten zum Beispiel könnte das sein, weil ich glaube, da habe ich noch gar nicht geguckt. Habe ich nicht. Ja, hallo. Streber-Schuljacke. Ich bin ganz Ohr. Ja, ist okay. Man muss ja auch zu den Leuten nett sein, ne? Die geben ja einen vielleicht irgendwann dann ein schönes Foto. Das haben wir bis heute immer noch nicht bekommen. Aber ich muss auch sagen, wir interagieren mit denen echt nur, wenn es notwendig ist. Also hier unten ist noch eine Möglichkeit, da ist keins. Alles klar, Kugelfisch. Dann wäre noch die Möglichkeit, hier in den Vorgärten könnten noch sein. Das ist ganz bestimmt entweder hier irgendwie in so einem. Zwischen den Bäumen irgendwo versteckt. Oder es ist dort, wo ich gestern gesagt habe, ich hoffe, dass da kein Fossil hinkommt. Genau hier irgendwo sein, wer weiß. Ich weiß es nicht. Das war hier unten. Ach, nö, da ist es nicht. Oder habe ich noch so eine Stelle? Ja, doch. Aber da ist es auch nicht. Naja, egal. Wenn wir es finden, finden wir es. Wenn nicht, dann nicht. Wie immer halt, nee.
Wieso fehlt bei vier Fossilen noch eins? Es sind entweder vier Fossilen oder sechs, wenn man halt mindestens einen Tag nicht gegraben hat. Ich dachte, es sind immer fünf und... Also, soviel ich weiß, sind es immer fünf, außer man hat einen Tag nicht gespielt, dann sind es sechs, oder nicht? Ich kann mich aber auch vertun, aber ich meine, es sind immer fünf. Also, ich hatte noch nie vier. Oder besser gesagt, immer wenn ich vier hatte, habe ich später noch das fünfte gefunden. Sind immer vier? Nee, da bin ich mir jetzt aber... Da bin ich mir aber sehr sicher, dass das meist fünf sind. Es sind nicht immer vier. Ich gucke mal kurz. Moment. Da bin ich jetzt aber... Moment. Oh, wir sind jetzt zwei Zuschauer. Animal Crossing New Horizons Fossilien. Das fünfte hast du dann auf einer Insel gefunden? Nee. Also ich bin mir sehr sicher. Ich kann mich auch vertun, klar. Jedoch können täglich nur eine limitierte Anzahl an Fossilien vom Spieler auf einer eigenen Insel gefunden werden. Auf anderen Inseln kann man Fossilien finden, doch Fossil bei Besuchen in Tennis. Ja, ja. Welche Fossilien man auf der Switch findet, ist immer zufällig, denn die Dinosaurierreste haben einen unterschiedlichen Wert und können die Spieler eine Menge Sternis bringen, der lukrative Rüben hat. Steht nicht wie viel. Ich finde immer nur viel. Ich guck mal nach, jetzt, das interessiert mich jetzt auch. Also beim Animal Crossing Wiki steht... Du kannst Fossilien ausgraben, indem du Schaufel an einer... Das stimmt. Jeden Morgen können vier neue Fossilien auf der Insel erscheinen. Solange das Maximum von sechs Fossilien nicht erreicht wurde. Oh, okay. Ich dachte, es waren immer fünf. Was heißt denn, solange das Maximum von sechs Fossilien nicht erreicht wurde? Ach so, dann geht nur vier oder sechs, so wie du gesagt hast, ne? Oh Gott. Ist das mein Päckchen? Nein, es ist nicht. Boah, Alter. Ah, ein Kollege hat sich das Buch geholt. Hm. Okay, komisch. Okay, aber danke, dass du es gesagt hast. Und wo habe ich denn mal 5 gekriegt? Komisch. Naja, wieder was dazugelernt. Ich finde es gerade richtig komisch. Ich meine, ich hätte immer 5. Ach ja, gehen wir ins Haus. Bringen wir die Sachen weg, da würde ich halt die doppelten Fossilien mitnehmen, verkaufen gehen und dann, ja, gucken wir mal, ne? So. Du kommst mal bitte dahin und der Rest kommt jetzt alles erstmal ins Lager rein. Puh. Ich hoffe, dass gleich noch ein paar mehr von diesen Sternschnuppen draußen sind. Widdersplitter. Diese Kackeier, ne? Also ein Stack von jedem Ei behalte ich auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wie das letztes Mal war, weil ich hatte letztes Jahr auch noch ein paar übrig. Also wie viel ich damit übrig habe. Ob ich Sanrio-Karten hab? Nein. Wer hat die heute? Also wenn, dann hätte ich die von damals noch und ich fand die Idee einfach so blöd, bei New Leaf zu kaufen. Ich habe nur von den anderen Karten habe ich ein paar. Sonst habe ich keine. Und die aktuellen werden ja hier in Deutschland nicht verkauft. Beziehungsweise auch nicht in Österreich oder in der Schweiz. Außer die wurden importiert oder so.
So, hier sind unsere Sternteile. Ach, das ist ein Riesensternsplitter und das ist ein Widdersplitter. Okay. Stiersplitter, das ist normale. Löwensplitter. Warum sind die denn nicht anders sortiert? Warum ist nicht Riesensplitter und dann die ganzen anderen kleinen? Okay. So, aber bei den Eiern wollte ich noch gucken. Wieso sind eigentlich der Baumschmuck so komisch sortiert? Das ist alles komisch sortiert. Hä, wo sind die Eier? Da, ah. Okay, also ein Stack von jedem habe ich auf jeden Fall. Ja, schön. Genau, und jetzt wollte ich noch ein paar Fossilien holen. Die kann ich auch mal craften irgendwann. Da haben wir auch mehr Platz im Lager. So. Du auch und du auch und du und du du auch. Ist das weniger geworden? Es kommen jeden Tag 4 Fossile und die du nicht ausgräbst, bleiben auch bis halt 6 werden und bleiben erst 6, wenn du wieder ausbuddelst. Ah! Okay, das ergibt Sinn. Okay, dankeschön. Okay, weiter geht's. Zu Schlepp und Nepp würde ich sagen, gehen wir als nächstes. Obwohl, wir können eigentlich schon die... Ja, wir können eigentlich schon die Eier holen. Und davon müssen wir auch noch ein paar holen, von diesen Steinäxten. Einfach die wir auf dem Weg finden, würde ich einfach mitnehmen. Also hier sind definitiv keine. Ich glaube, auf denen wachsen keine, ne? Auf den Tannen. Warum auch? So. Aha. Das sind Sanrio-Karten. Damals zu Nolief gab es ja diesen Campingplatz. Da gab es halt so ein Update, das hieß Amiibo-Update. Und dort dafür sind dann so diese ganzen Amiibo-Karten erschienen. Von den Bewohnern. Da habe ich auch ein paar von. Und dann erschien halt später noch, passend für diesen Campingplatz halt, da sind immer zwischendurch ist so ein Van erschienen. So ein Campingwagen halt. Und dort ist dann halt ein Bewohner gewesen, den konntest du dann teils halt auf deine Insel einladen. Und die konntest du aber auch mit so speziellen Karten holen. Also, dass die auch vorbeikommt. Dann waren die Bewohner in so ein Auto drin auf der Karte. Und die konntest du dann halt diesen Wagen holen. Und die haben anlässlich halt eine Kooperation. Ich weiß gar nicht, warum ich hier lang will. Eine Kooperation gestartet mit Sanrio, worunter auch Hello Kitty gehört. Also das sind alles so diese Figuren von Hello Kitty, aber ich glaube, bei uns ist eigentlich nur Hello Kitty am bekanntesten. Und da gab es dann halt auch spezielle Figuren von denen und ich weiß gar nicht, ich glaube, spezielle Möbel gab es da noch gar nicht. Und die haben jetzt für das letzte Update, für das zum Einjährigen, haben die halt das so gemacht, weil nicht jede Karte kompatibel ist mit diesem Spiel. Du kannst hier in dem Spiel auch diese Karte benutzen. Mithilfe von irgendeinem Gegenstand, oder? Ach nee, am Terminal kannst du das machen, genau, am Terminal. Und die haben das halt wie hier wieder fähig gemacht. Und wenn du halt die Bewohner auf deine Insel schickst, dann kriegst du auch spezielle Items. Oder die haben spezielle Items und die kannst du halt von denen abkaufen oder so. Keine Ahnung. Und ja, und die Sache ist halt, früher war das so, ich glaube, dass die zufällig in diesen Karten drin waren. In diesen Booster-Packs drin waren. Also da gab es so spezielle Booster-Packs. Ich bin mir aber nicht sicher. Und jetzt wurde halt vor kurzem Booster-Packs rausgebracht, wo nur diese Sanrio-Figuren drin sind. Also, dass du alle zusammen hast in einem Booster-Pack. So. Ihr habt nichts, was ich will. Obwohl, die Hose will ich da oben haben. Und
Die Sache ist aber, dieses Booster-Pack gibt es nicht in Deutschland, Schweiz oder Österreich. Und ich glaube auch noch ein paar anderen Länder nicht. Ich weiß es aber nicht. Und deswegen ist das scheiße teuer. Also aktuell kosten diese Sanrio Booster Packs an die 200 Euro. Also habe ich heute eine Meldung bei Endtower gelesen, dass die schon um die 200 Euro weggehen, diese Dinger. Ja, ist ja halt eine schöne Sache, ne? Oh, ist das ein hässlicher Baum. Ich will was verkaufen. Hello Kitty soll doch auch wieder auf die Switch kommen, habe ich mal gehört. Genau, das habe ich ja gerade gesagt damit. Dass halt mit diesen neuen Karten, die du jetzt halt auch die neuen, die Figuren halt wieder hier drauf kriegst. Genau, das meine ich damit. Das ist absolut okay. So, ich will diesen Baum haben, auch wenn er total kacke aussieht. Ja, und aktuell, ja, weiß man halt nicht, wie das ist. Und die Sache ist halt, na, können wir eigentlich gleich noch. Das ist noch mal ein größeres Thema eigentlich. So. Klavier. Ich weiß nicht, ob ich das hab. Deswegen gucke ich mal kurz nach. Ich glaube, ich habe es nicht. Deswegen. Nee, ich habe ein Klavier. Bank und ein Klavierhocker. Ist das nicht der weiße Baum aus Herr der Ringe? Ich fände das so schön, wenn man die Eier von diesen Sachen abhängen könnte. Deswegen, ich sagte ja schon, diesen Blumenkasten fand ich ja auch echt schön. Aber ich finde halt die Eier da dran voll hässlich. Oh. Dann nehme ich direkt mal zwei mit. Und von dir nehme ich auch nochmal, weiß ich nicht, drei. Mhm. Oh, wer klopft denn da wieder? So. Gut. Und raus. Tschüss. Jo, dann würde ich sagen, also ich glaube, da vorne könnte echt gut noch so eine Treppe reinkommen. Weil hier ist, glaube ich, links auch noch keine, genau. Weil ich hier auch noch nicht weiß, wie das aussehen soll, deswegen habe ich hier auch noch keine. Ich wüsste aber auch nicht, was für eine Treppe in der Mitte machen. Ich würde, glaube ich, die Steintreppe dort gerne hinpacken. Man könnte ja überlegen, ob ich die mir jetzt kaufe. Nur halt, ich weiß nicht, ob das immer so klug ist, durch diesen Park zu laufen. Ne? Ah. Wir können ja später mal gucken, was wir heute noch machen. Auf jeden Fall hole ich mir jetzt erstmal einen Nadelbaumsetzling. Und ich hole mir... Shopping. Genau, jetzt noch das Pupskissen. Ah, bis zum 1.4. Ein Gelb fehlte mir noch, ne? Glaub schon. So. Und dann... Habe ich die schon in Schwarz? Moment. Ach. Kappenturnschuhe. Ja, okay. Weil dann würde ich für die restlichen Sachen, würde ich halt die Blöcke nur holen. Die Mario-Sachen sollen ja unbegrenzt hier drin bleiben, ne? Nicht, dass die nur bis, auch nur bis morgen hier drin sind, weil das finde ich echt kacke. Jo. Und wieder raus.